Am 28. Juli 1948 übernimmt US-General William Tanner den Oberbefehl über die Luftbrücke. Ihm eilt der Ruf eines begnadeten Organisators voraus. Sofort nach seiner Ankunft beruft Tanner die wichtigsten amerikanischen und britischen Offiziere ins Hauptquartier der Luftbrücke in Wiesbaden. Tanner organisiert die Luftkorridore als Einbahnstraßen. Zwei für den Hinflug nach Berlin, der mittlere Korridor für den Rückflugverkehr. Tanners Credo: ein beständiger Rhythmus, bei dem Hunderte von Flugzeugen stets exakt das Gleiche tun. Jede Stunde, Tag und Nacht im gleichen Takt. In 5 Ebenen fliegen die Flugzeuge. Alle 3 Minuten landet eine Maschine in Berlin. Jeder Pilot hat nur einen Landeversuch. Wer es nicht beim ersten Mal schafft, muss mit der ganzen Ladung wieder zurückfliegen. Am Boden verkürzt.